Aber hat die andere Bombe hat auch keinen Bock auf dich. Lässt dich in Ruhe. Aber die andere hat sich doch auch gerade in die Luft gejagt. War ja, das... weil der wahrscheinlich die da oben angezündet hat mit seinem Feuer. Ah, das wollte ich nicht. Wo ist meine Feuerblume? Immerhin ist da kein Käfer bei. Welche Farbe bei der Tür fehlt uns noch? Gelb? Ich habe ja immer blau genommen und beim letzten Mal, glaube ich, rot. Ja. Oder blau für mehr Karten wieder. Das ginge auch. Ich muss dazu sagen, bei den ganzen letzten Malen, ich habe das nie mit Absicht gemacht mit dem Blau. Es passiert irgendwie einfach. Ist einfach nur, weil Blau eine schöne Farbe ist für dich? Weiß nicht. So, wir kriegen wieder Karten. Hüpfpuschen, Hochhammer. Fehlerhammer, Feuerblume. Oh, eine Waschmaschine. Auch mal geil. Oh, random eine Waschmaschine. Die finde ich auch immer so random am Straßenrand. Hm. Cool. Also ich fand jetzt Rot auch nicht so berauschend. Gelb habe ich noch nicht gesehen. Und Blau ist halt immer sehr praktisch, um halt möglichst viele Karten abzugreifen. Das ist schon ganz cool. Mhm. Ist da noch was auf diesem... Tinte? Okay, sah aber nur so aus, als würde da was drüber hängen. Die sind ganz schön aggressiv, die Feuerbrüder. Mhm. Nice. Natürlich. Wie hat er dich dann verloren? Ich hab keine Ahnung. Sieht er keine verbrannten Menschen? So. Was machen wir jetzt gegen die alles? Die Waschmaschine. Die Waschmaschine? Habt ihr schon mal gesehen im Kampf? Ich glaube ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, das war das. Ja. Wie neu. Oh, das hat nicht gereicht. Wahrscheinlich, weil mein Timing nicht so gut war. Meinst du, der reicht? Ja. Okay. Also ich kann zumindest zum Thema Streams sagen und wann es immer Streams gibt. Es ist bei mir meistens so, ist, dass ich dreimal die Woche streame, also nicht jeden Tag. Und dass ich auch meistens eher Richtung Wochenende streame. Heißt so Freitag, Samstag, Sonntag, ab und zu auch mal zwischendurch unter der Woche. Aber die meisten Streams sind bei mir wirklich am Wochenende. Und Jan ist meistens nett und nimmt dann unter der Woche. Freiwillig wohlgemerkt. Das stimmt gar nicht. Das stimmt. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, I see. Willst du mal runter auf die Brücke gehen? Okay. Hm? Wahrscheinlich darauf warten, bis drei Lavafälle sind. Mal über die Lava drüber laufen. Easy. Bestimmt gesund.
Gut für die Fußsohlen. Dö. Eigentlich kann ich auch gehen. Ja. Also, hä? Wo ist er hin? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Wie viel Prozent habe ich eigentlich? 100. Oh, cool. Aber was passiert jetzt hier? Hallo. Soll ich übersetzen? Das heißt, wer bist du? Was hast du in meinem Vulkan zu suchen? Wo kommt der Scheiger her? Und jetzt? Das hier ist mein Wohnzimmer. Wie würde es dir gefallen, wenn ich einfach in dein Wohnzimmer kommen würde? Außerdem, die Temperaturen hier drin sind genauso, wie ich sie am liebsten habe. Du nicht? So ein Pech aber auch. Denk nicht einmal daran, hier zu lüften. Weißt du überhaupt, was ich für Heizkosten habe? Die Felsen schmelzen doch nicht von allein. Ich glaube, da hat er etwas geflunkert. Die Felsen schmelzen natürlich von allein. Auf jeden Fall ist er ganz schön sauer. Der Random Translator Guy ist auch mit am Start. Ja. Oh, jetzt warnt er dich sogar vor. Ziemlich rücksichtsvoll, wenn du mich fragst. Er sagt, ich bestehe aus Feuer, du aus Papier. Viel Glück, du Zunder. Nun gut, vielleicht nicht ganz so rücksichtsvoll, wie ich anfangs dachte. Ich hoffe, ich kann den ohne Dings schaffen. Gute Frage. Ich weiß es spontan nicht. Let's go. Probier's aus. Wobei, ich möchte vielleicht eine Heilung noch dazu packen. Was auch immer kommt, dass ich volle KP habe. Also ich hoffe halt wirklich, dass ich keinen Dings irgendwie brauche. Er sieht immer aus wie so ein Pac-Man-Geist für mich. Hm. Rip-Übersetzer-Guy. Ja. So. Bitte nicht one-hitten. Ach, wir haben nur 30 Schaden. Und die 5 nach der Runde. So, ich hätte noch 2 normale Eisblumen. Mhm. Wobei, ich habe auch noch große Eisblumen, sehe ich gerade. Let's go. Das kostet eine gesamte blaue Farbe, sehe ich gerade. Yo. Egal. Besser als verbrannt zu werden. Dafür habe ich sie. Die Feuerlöscher wirklich ganz praktisch hier. Ja. Aber ich glaube, wir können ihn auch so besiegen. Na, vielleicht hätte die dritte Feuerblume gar nicht mehr sein müssen. Na, besser zu viel als zu wenig. Und einen vorn. Das hat richtig kalt gemacht. Mhm. Was ist da hinten? Eine Sauna gefühlt? Ich habe halt nur diesen Eingang gesehen und mir gedacht, das könnte einfach voll die Sauna sein. Oh. Also eine heiße Quelle. Scheinbar. Ja gut, so kann man natürlich die Tiefkühltruhe auch auftauen, wenn man viel Geduld hat, ja. Guck mal oben links in den Wasserfall. Da steht Luigi! Ja. Achtung, Wasser enthält Wasser. Wasser ist heiß und kann zu Nässe führen. Bitte verklagen Sie uns nicht. Feels USA, man. Ach, diese heiße Quelle ist einfach wundervoll. Sie hat die perfekte Temperatur. Nur schade, dass ich mich bald wieder ausfringen und den Härten des realen Lebens stellen muss.
Oh, der rote Rettertod Nummer 45. Aber so ein bisschen Auszeit ist manchmal echt ganz wichtig, um sich vom Alltag zu erholen. Dafür gibt es ja auch die Streams zum Beispiel. Ich bin zwar keine heiße Quelle. Ich könnte jetzt einen sehr dummen Witz auf Ali-Niveau machen, aber ich tue es nicht. Aber ich hoffe, entspannend bin ich trotzdem. Was wäre er gewesen? Ich bin keine heiße Quelle, aber ich bin trotzdem heiß. Das stimmt. Aber das war mir dann doch zu blöd. Das ist also eine heiße Quelle. Irgendwie verstehe ich nicht, was man so toll daran findet, sich Krebs rotkochen zu lassen. Auf der anderen Seite wird meiner blechernen Wenigkeit ein kleines Bad bestimmt nicht schaden. Ah, jetzt habe ich's verstanden. Ich will ja nie wieder raus. Tut mir furchtbar leid, Mario. Von jetzt an bist du auf dich allein gestellt. Ach ja, eigentlich schade, dass unser gemeinsames Abenteuer so ein plötzliches Ende findet. Aber das Wasser hier ist einfach zu fabulös. Weißt du noch, als wir unseren ersten Farbstern fanden? Mann, was hatten wir für einen Spaß! Da fällt mir ein, dass ich mich bei dir noch gar nicht für all die Sachen bedankt habe, die du für mich getan hast. Schließlich habe ich dich quasi genötigt, bei diesem Abenteuer mitzumachen. Sowas geht eigentlich gar nicht. Aber naja, hoffentlich findest du wenigstens deine Prinzessin und so. Wenn du damit fertig bist, komm mich doch mal hier besuchen. Ich werde nie von hier weggehen. Nie im Leben. Warte mal, was erzähle ich denn da? So ein Quatsch! Schnell, raus hier! Wir müssen einen Farbstern finden! Aber ich finde das ganz schön, dass Mario und Fabian so ein paar Momente zusammen haben. Tja, wenn es nach mir gehen könnte, diese heiße Quelle, ruhig noch ein bisschen heißer sein! Oh je, Alexa, das ist mir doch heute ein kleines bisschen zu heiß hier drin. Wenn ich will, ist sympathisch, Mario. Aber ich will entspannen und keine Gespräche führen. Zeig, was du hast, heißt mein Motto. Und ich habe einiges zu zeigen. Er wird nicht begeistert sein. Aber wo ist mein Farbstern? Stand da gerade Mario auf dem Film? Ich. Nicht nur zum Trocknen von Frisuren, sondern auch zum Schmelzen einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Oder, wenn eure Lieblingshose einfach nicht trocken ist für den wichtigen Termin, trockenfüllen. Du leihst dir den Föhn aus, pass bloß auf, dass du auf ihn wieder zurückbringst, ja? Keiner will ja nass nach Hause gehen. Ich habe den weiteren Rettertod gefunden. Auch wenn er nichts anhat. Dieses Dings ist ganz eindeutig dafür da, um den riesigen Eisblock in der Paprikaterie zu schmelzen. Und ja. Jetzt? Ja, das ist auch meine Frage. Zurück? Oder durch den Wasserfall? Ah! Ach ja, ich glaube, ich werde den Job als Sniffit aufgeben und mich hier als Bademeister bewerben. Ich auch. Die Ausbeutung durch Bowser geht mir schon lange auf den Rüssel. Okay. Die Spannertoads. Die ist so wunderschön. Was? Wen bespannen die da? Hey! Was? Was haben die erwartet? Aber wir haben uns doch nur den Farbstern angesehen. Plauts gemacht. Hä? Okay. Die Frage ist, ob ich den zweiten Farbstern hier schon holen kann. Weiß ich nicht. Wir können ja so oder so erstmal die Lupe holen. Hm?
Dann könnten wir prinzipiell den Toad erstmal bearbeiten, dann die Lupe nochmal kaufen und dann im Bonsaiheim weiter. Mhm. Jinno, dankeschön für 17 Monate Treue. Yay. Mehr Schnick, Schnack, Schnuck. Weil da würde uns ja jetzt noch ein Farbstern fehlen. Wo auch immer der ist. Aber dann gucken wir erstmal, dass wir die Lupe kriegen. Vielleicht ist ja der kleine Toad in Port Prisma der Anführer der roten Retter-Toads quasi dann. Meinst du, er wird der Anführer? Ja. Ah, keine Ahnung. Aber können wir dem erstmal helfen? Dann kaufen wir die nochmal und dann gehen wir zum Bonsaiheim. Dann erstmal auf in die Küche. Bitte kein Steak mehr weichkloppen. Tada! Also ich fand ja meinen Eispickel, oder ich glaube, du hattest den Eispickel vorgeschlagen, schon logisch. Der hat ja auch was gemacht, nur nicht genug. Mhm. Der Grill wird vermutlich auch nicht funktionieren, weil sonst hättest du es jetzt ja schon vorher holen können. Also wahrscheinlich ist es wirklich nur der Föhn. Mein Föhn macht das nicht. Zum Glück. Das war kein Föhn, das war ein Flammenwerfer. Oh, jetzt kann ich den Kühlschrank verwenden. Ich möchte mir das letzte Stück Mamma Mia Pizza als Mitternachtsimbiss aufbewahren. Als ob der jetzt in diesen riesigen Kühlschrank ein Stück Pizza gelegt hat. Und wir stehen schon wegen der Sache mit dem VIP in deiner Schuld. Daher lass mich dir erneut meinen Dank aussprechen. Und als Zeichen unserer Wertschätzung kannst du jetzt dieses seltsame Dings jederzeit gerne ausquetschen. Was will die Anleitung von mir? Das ist eine gute Frage. Warum meldet die sich? Dagoon, dankeschön für 14 Monate Treue. Das mit dem Fleisch wissen wir ja schon. Mhm. Hm. Wahrscheinlich kam jetzt die Info, dass wir das mit dem Fleisch nachlesen können. Hm. Tada! Kann mehr oder weniger kleine Objekte vergrößern, aber auch auf recht gemeine Art und Weise ankokeln. Wie evil. Schon. Das heißt, wir haben jetzt oben im Vulkan noch einen Stern und ansonsten wüssten wir beim Bonsaihain weiter. Mhm. Bonsai-Bäumchen sind immer so schön, aber die sind auch so teuer und ich habe immer Angst, dass die mir kaputt gehen. Ach ja, ich hatte ja noch Post, die habe ich mir ja gar nicht angeguckt, fällt mir gerade ein. Kann ich jetzt noch machen. Dann können wir jetzt noch in Port Prisma den restlichen Stuff machen und dann beim nächsten Mal in den Vulkan oder in den Bonsaihain zurück. Die Level sind ja doch immer recht lang. Mhm. Ich glaube, das ist dann zeitlich auf jeden Fall sinnvoller heute. Und es wartet noch ein Stück Kuchen auf mich. Und ich glaube, der Toad hat auch neue Sachen für dich. Der springt wieder rum. Hm. Also der Ladentoad. So. Hallo Mario. Hier schreibt der Vorarbeiter des Toad-Depots. Nach der Reparatur des Zuges hatte ich in den Ruhestand gehen wollen. Daher erschien es mir passend, dass es auch seine letzte Fahrt war. Tja, aber jetzt haben wir den Abendrot-Express so gut repariert, dass die Chefs beschlossen haben, ihn weiterfahren zu lassen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist jetzt noch nicht die richtige Zeit für den Ruhestand. Wir gehören beide noch nicht zum alten Eisen. Genauso wie du, Mario. Also gib niemals auf. Okay. War ganz schön, dass sie sich auch noch mal melden. Und was möchtest du noch von mir? Mhm. Ich guck mal, was die noch Neues haben.
Also Iom ist auf jeden Fall neu. Eventuell die Großen? Nee, die waren auch vorher da. Die Bohrsprünge? Maybe. Ich guck mal nach dem Stream, ob ich noch was kaufen möchte. Was ich mich gerade so frage. Ich habe ja jetzt schon einige Paper Mario Teile gespielt, ne? Und viele von euch haben ja die Spiele auch selber gespielt. Alle oder auch nur ein paar dazwischen, ist auch egal. Gibt es eigentlich Leute unter euch, die noch keinen einzigen Paper Mario Teil selbst gespielt haben, aber die Projekte dazu immer gucken? Also das Spiel quasi dadurch komplett erleben, aber es nicht selber spielen können, wollen, wie auch immer? Weil ich weiß, viele haben halt die Spiele gespielt, ja. Aber ich frage mich, ob das im Umkehrschluss auch teilweise so ist, dass Leute, die gar nicht gespielt haben. Schon einige. Oh, ja. Weil ich meine, viele von euch kennen sich ja aus mit den Teilen und sagen dann, ne? Ich habe den gespielt und den Teil oder ich habe alle gespielt oder so, aber es hatte mich mal interessiert, ob es umgekehrt vielleicht auch so ist, dass manche Leute die Spiele gar nicht spielen, weil die Konsolen fehlen. Ich meine, gerade Paper Mario 2 ist auch sehr teuer. Aber man einfach keine Lust drauf hat, keine Zeit dafür hat, wie auch immer, ne? Das ist interessant. Okay. Da. Dann gucken wir doch mal, ob das jetzt klappt, wenn ich die Lupe einsetze. Die Musik war ja mal geil. Ein Moment. Was ist da gerade passiert? Ich fühle mich so anders. Mario, bist du etwa geschrumpft? Nein, Dummerchen. Du bist größer geworden. Toll. Es ist ja großartig. Braucht jemand was aus dem obersten Regal? Kein Problem für mich. Nein, besser noch. Jetzt kann ich endlich den Rettertouts beitreten. Verzeihung! Du liebes Bisschen, wie viel Müsli hast du denn gegessen? Nun bist du mehr als qualifiziert für die Rettertouts und ich kann dich auch nicht mehr kleiner nennen. Willkommen im Team! Vielen Dank! Ich kann es kaum glauben, mein Traum wird wahr! Oh ja, natürlich, selbstverständlich fängst du als Praktikant an, aber ich sehe große Dinge in deiner Zukunft. Schön. Roter Rettertod-Rekrut, bereit zum Einsatz. Erwarte Befehle von unserem Anführer hier im Hauptquartier. Sagst du mir noch irgendwie was dazu? So. Nee. Vielen Dank für alles. Vielleicht kann ich ja eines Tages dich retten. Und dann hole ich die Lupe nochmal eben, bevor ich es vergesse. Schön, dass wir dem auf jeden Fall auch helfen konnten. Was ist denn hier jetzt eigentlich noch? Ja, das hole ich schon mal nicht. Aber guck mal, ich habe 90%. Mhm. Also es kommen gar nicht mehr so viele Level, aber die werden wahrscheinlich extrem lang sein. Naja, ich sag mal, du siehst ja auf der Karte die drei Level unten im Grünen auf jeden Fall noch. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass da so viel mehr auch nicht mehr kommt. Vielleicht noch ein finales oder eins, zwei finale Level? Aber wenn wir jetzt quasi, wir haben jetzt noch das Vulkan-Level, mhm, die Hälfte da, und die ganzen grünen Level. Mhm. Damit kannst du ja locker noch einen ganzen Stream füllen, mindestens. Ich würde sagen eher zwei, wenn du siehst, dass du teilweise über eine Stunde für ein Level brauchst. Und dann kommt ja noch wahrscheinlich Bowser. Na? Ja. Also zwei Streams kommen da wahrscheinlich auf jeden Fall noch. Ich denk mal sogar wirklich, du könntest es im übernächsten Stream beenden. Mal gucken. Wenn es gut läuft. Ah, da ist die Lupe. Allerspätestens einen danach noch. Also meine Schätzung war ja vor diesem Stream 3 bis 4 Streams. Und ich glaube, damit kommen wir echt gut aus. Flupp. Sagt er mir das jetzt eigentlich auch, dass ich die Lupe brauche, um im Bonsaihain weiterzukommen? Frage ich mich.
Ja. Okay. Nun, man müsste natürlich mal schauen, ob wir im Vulkanfeuer noch weiterkommen können. Ich habe da jetzt zwar nichts gesehen, aber da ist ja trotzdem noch ein Farbstern. Das heißt, wir könnten da auf jeden Fall noch weitermachen. Und ansonsten dann noch ins grüne Gebiet. Ich meine, wir haben ja Zeit, wir hetzen uns ja nicht. Ich meine, ich möchte nicht unbedingt 100% machen, heißt alle Fähnchen da holen und alle Sachen ins Museum packen. Aber so abseits davon würde ich halt schon gerne alle Level halt vollständig machen. Und wenn ich mal jetzt so in meinem Menü einmal gucke... Oh, dann siehst du ja sogar, wie viele Level da noch kommen. Stimmt eigentlich. Also was uns jetzt noch fehlt... Bis zum roten Farbstern haben wir alles, bis zum gelben haben wir alles, bis blau fehlt uns halt noch der eine Stern im Bonsaihain, den können wir jetzt holen. Bis lila haben wir alles, bis orange und halt im Vulkan, also Bonsai und Vulkan, da fehlt uns auch jeweils einer. Und dann kommen laut meiner Karte noch 4 Level. No, das sind dann wahrscheinlich wirklich die 3 unten im Grün und ein Finales. Und eine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. No. Ja. Also wie gesagt, ich denke, je nachdem, wie gut wir durchkommen, so 2 Streams vielleicht noch, mal gucken. Aber ist ja auch letztendlich egal, ne? Man kann es immer so super schlecht einschätzen. So manche Level, erinnert ihr euch an den ersten Besuch im Toad Depot, wo wir den Stern geschenkt bekommen haben? Das waren 2 Minuten. Und dann die Bistro-Oase, wo wir eine Stunde drin hangen. Das ist halt manchmal super schwer einzuschätzen natürlich. Sowohl für mich, weil ich das Spiel nicht kenne, als auch für Jan, der das Spiel kennt, aber natürlich auch nicht immer genau weiß, wie das Level abläuft und wie gut wir da durchkommen. Deswegen, ja, dauert halt so lange, wie es dauert. Es ist natürlich immer ganz schön, wenn man es einschätzen kann, weil man dann natürlich sagen kann, okay, das mache ich jetzt in dem Stream, das mache ich in dem Stream, dann ist es schön aufgeteilt, weil man natürlich immer so ein bisschen Angst hat, man macht einen Stream und ist nach einer Stunde durch und sitzt dann hier und denkt sich so, was mache ich jetzt noch? Aber zur Not kann man natürlich auch immer sagen, okay, wir machen den Stream entweder ein bisschen kürzer oder wir quatschen einfach noch ein bisschen. Da kann man ja auch spontan gucken. Deswegen, das ist jetzt im Stream nicht ganz so dramatisch als in den Let's Plays, wo du dann quasi keine 10-Minuten-Parts unbedingt hochladen möchtest, ne? Dementsprechend, wir gucken einfach mal, wie es so läuft. Ich freue mich auf jeden Fall. Klar, das Spiel hat auch so ein paar Dinge, die ich vielleicht nicht ganz so gut finde, unter anderem das Fluchtsystem. Aber so an sich, abseits davon, dass manche Stellen manchmal vielleicht ein bisschen gemein sind, macht es auf jeden Fall immer noch sehr viel Spaß und ich bin echt mal gespannt auf die nächsten Level, weil es eben die letzten sind, und auch auf den Endboss. Der ist mit Sicherheit richtig cool inszeniert, weil alles andere in dem Spiel ist auch ziemlich gut gemacht. Aber mal gucken. Aber für heute sind wir auf jeden Fall durch.